Hallo Leute, wow, 1. April. Wir fangen halt mal von hinten nach vorne und zwar erklären wir zuerst das Workout. Level 1, auf Zeit heute, aus 10, 20, 30, 40, 50 Wallballs im Wechsel mit 30, 60, 90, 120, 150 Single Unders oder Line Hops oder Line Steps. Ihr findet die Beschreibungen noch wie immer in unseren Beschreibungsvideos. Timecap ist ganz einmal großzügige 20 Minuten. Das Scaling in diesem Level ist, ja, tut die Single anders anpassen an euer Fitnesslevel, sodass ihr in 20 Minuten durchkommt. Sprich zum Beispiel 20, 40, 60, 80, 100 oder von mir so gern nur 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Gewicht von dem Wallball, wie immer 14 Pfund Herren, 8 Pfund Damen. Unser Level 2, das Fitness Level. Wir haben 10, 20, 30, 40, 50 aus Wallballs in Kombination mit Double Under. Gewicht 20 Pfund, 14 Pfund Damen. Timecap bleibt mit 20 Minuten. Da ist es so, da geben wir eine RX Plus Variante an, sprich wir verdoppeln die Double Unders auf 20, 40, 60, 80 und 100 in der letzten Runde. Sprich, das Workout ist interessant. Diesmal fangen wir mit einem Glanzsatz an und enden mit einem großen. 10, 10, 20, 20, 30, 30. Da kann man dann schon mal überlegen, ob man anfängt zum Aufbrechen, gerne auch schon vorher. Wie gesagt, die 20 Minuten Timecaps sind relativ großzügig. Also, wenn ihr Double Under habt, gebt eher noch eine Chance in dem Workout. Und selbst wenn ihr immer nur kleine Brocken runterspult, ihr habt genug Zeit. Probiert es aus. Das Level 3. 10, 20, 30, 40, 50 aus Wallballs mit einem schweren Wallball, 30 Pfund, 20 Pfund und Triple Unders. Okay? Wie immer sucht euch die Progression aus, die euch machbar erscheint. So, dann gehen wir das Ganze von hinten nach vorne. Wie gesagt, bevor wir das alles machen, starten wir unser Warm-up. Im Warm-up, wir haben wieder eine komplette Demo-Runde drinnen, machen wir 3 Runden aus. 20 Seilsprüngen, Single Unders oder 20 Pendulum Hops. Video wieder im Anhang. Danach 15 Sit-Ups, 10 Air Squats. 3 Runden, da werden wir mal ein bisschen schwitzig und bringen unseren Blutfluss in Schwung. Danach gehen wir in Flexibility. Da halt wichtig für die Squatting Action, bringen wir Kosaken Squats ein. Sprich, wenn wir absolvieren 2 Runden aus 10 Alternating Kosaken Squats, also links, rechts, Demo wieder dabei und nachher kümmern wir uns um unsere Wadeln, die tun wir noch einmal mit unserer Calf-Stretch-Routine aufdehnen. Da machen wir 2 Runden, weil es die erste Runde ist, okay, die zweite Runde wird schon deutlich besser, aber den Calf-Stretch können Sie dann schon ein bisschen aggressiver reindehnen. Damit gehen wir in unseren Core-Strength vor heute. Wieder komplette Demo-Runde für den Core-Strength-Teil im Video. Und zwar Tabata-Intervalle 8x20 an, 10 Sekunden auf aus Noise Movement L-Sit. L-Sit bitte wieder im Video anschauen, plus Scaling-Varianten und Noise Movement Madball Push Press. Genau ist, was ihr denkt, Push Press, den Madball auf den Target. Wieder im Wechsel, 20 Sekunden L-Sit. 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Metball Push Press, 10 Sekunden Pause, das Ganze für 8 Runden. Danach haben wir die Mechaniken für das heutige Workout auch nochmal aufgelistet: die Line Hops bzw. Line Steps, Single Unders, Double Unders, Triple Unders haben wir leider keine. Müsst ihr selber machen. Wallballs und die Skalierungsvarianten zu den Wallballs. Da wieder so oft durch wiederholen, bis ihr die Bewegung drauf habt. Danach gehen wir in Konstanz und ihr wählt euch bitte da dann eure Progression vom Workout. Das heißt, wenn ihr den Workout zum Beispiel 14 Pfund bei hernimmt, macht 10 Wallballs mit diesen 14 Pfunder, 20er, 30er, was auch immer ihr noch hernimmt. Und 10 Rope Skips. Wenn es Single Under sind, die Single Under, Double Under, die Triple Under, die Triple Under. Ja, das ist es. Nochmal, also das Timecap bei dem Workout ist relativ großzügig bemessen, das heißt dementsprechend traut euch drüber, dass ihr einmal was ausprobiert, was ihr vielleicht sonst euch nicht zutraut. Und wichtig nochmal, wer keine Wallball, kein Wallball dabei daheim hat, wir haben unsere Videos, wie man sie selber bauen kann oder zur Not mit
mit der PVC-Stange Thrust, aber das findet ihr wieder in dem Consistency-Video. Viel Spaß, wir sehen uns morgen wieder.